Hallo, ich bin Julia, Online-Redakteurin bei babyclub.de und Yoga-Lehrerin. Mit wachsendem Babybauch geht die Wirbelsäule immer mehr in ein Hohlkreuz. Das führt vor allem am Ende der Schwangerschaft zu Schmerzen im Rücken, besonders im unteren Rücken. In diesem Video zeige ich dir Übungen, mit denen du deine Rückenmuskeln stärkst, die Wirbelsäule sanft dehnst und so Verspannungen löst. Die Übungen wirken also, wenn du schon Schmerzen hast, gegen den Schmerz, können ihn aber auch vorbeugen. Bei allen Yoga-Videos gilt, übe nur, was sich gut anfühlt. Wenn du dich in irgendeiner Übung nicht wohlfühlst oder sogar Schmerzen hast, dann beende diese Übung und probier es einfach später nochmal. Alles, was du für diese Übungen brauchst, ist eine Matte, bequeme Kleidung und für die Endentspannung ein bis zwei Kissen, vielleicht noch eine Decke und wenn du hast, einen Yoga-Block. Wenn du keinen hast, ist auch egal. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich wünsche dir viel Spaß. Komm in einen bequemen Schneidersitz. Wenn du magst, setze dich gerne leicht erhöht auf ein Kissen oder eine gefaltete Decke, damit deine Wirbelsäule sich aufrichten kann. Zieh die Schulter nochmal über vorne, nach oben hoch zu den Ohren und lass sie tief sinken. Leg die Hände ganz entspannt auf deine Knie, Oberschenkel ab, in deinem Schoß. Oder wenn du magst, leg deine Hände auch gerne auf deinen Babybauch. Und dann schließ hier für einen Moment die Augen und nimm hier drei ganz tiefe Atemzüge, um bei dir in deinem Körper und auf deiner Matte anzukommen. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Schick den Atem, schick den Sauerstoff hinunter zu deinem Baby. Versuch mit dem Ausatmen die Schultern locker werden zu lassen. Noch ein letztes Mal tief ein und ausatmen. Wenn du magst, dann lass jetzt gerne deine Augen weiterhin geschlossen und ziehe jetzt dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter hinunter. Dehne so sanft deinen linken Nacken. Atme hier einmal ein. Mit dem Ausatmen roll deinen Kopf nach unten, sodass dein Kinn Richtung Brustbein zieht. Mit dem Einatmen roll direkt rüber zur linken Seite, sodass jetzt dein linkes Ohr zur linken Schulter zieht. Spür jetzt die Dehnung in deiner rechten Nackenseite. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen kreise mit dem Kopf wieder nach unten und mit dem Einatmen direkt rüber zur rechten Seite. Wieder kurz die Dehnung auf deiner linken Seite. Atme ein und mit dem Ausatmen kreise den Kopf wieder nach unten und mit dem Einatmen kreise zur linken Seite. Spür noch einmal die Dehnung auf der rechten Seite und dann richte mit dem nächsten Einatmen deinen Kopf sanft wieder auf zur Mitte. Atme hier wieder ein. Mit dem nächsten Ausatmen kreise mit deinem gesamten Oberkörper über deinen rechten Oberschenkel hinunter, so tief du kannst und mit dem Einatmen über dein linkes Bein wieder zurück. Lehn dich leicht nach hinten, mach gern so ein Rundkreuz und mit dem Ausatmen wieder über dein rechtes Bein nach unten. Einatmen über links nach oben, leicht zurücklehnen, noch eine Runde. Ausatmen, kreis nach vorne. Einatmen nach oben. Und wenn du hier das nächste Mal oben ankommst, dann kreise mit dem nächsten Ausatmen über deinen linken Oberschenkel nach unten. Wieder so weit nach unten, wie es für dich möglich ist. Einatmend über rechts nach oben. Gerne leicht nach hinten lehnen. Ausatmen über links nach unten. Einatmen nach oben. Ein letzter Kreis. Ausatmen. Und einatmen wieder nach oben. Sehr gut. Dann kannst du das Kissen jetzt zur Seite legen. Strecke einmal die Beine nach vorne aus und schüttel sie aus. Dann setze deine Hände jetzt unter deinen Schultern ab und stell die Füße auf. Ungefähr hüftbreit auseinander, gerne auch ein bisschen mehr, damit du schön Platz für deinen Babybauch hast. Und dann lasse jetzt mit dem nächsten Ausatmen deine Knie zur rechten Seite sinken. Deine linke Gesäßhälfte hebt sich dabei an und du blickst über die linke Schulter zurück.
Einatmen, komm zurück zur Mitte. Und ausatmen, Knie zur linken Seite, Blick über die rechte Schulter. Einatmen, wieder zur Mitte. Wir machen das noch zweimal. Ausatmen, Knie nach rechts, Blick nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Knie nach links, Blick nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Knie nach rechts, Blick nach links. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, ein letztes Mal, Knie nach links fallen, Blick nach rechts. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Und gerne nochmal alles ausschütteln. Dann bleibe hier genauso sitzen und zieh jetzt die rechten Zehen zu dir heran. Dein rechtes Bein bleibt lang am Boden ausgestreckt. Zieh dein linkes Knie zu dir heran und stell den linken Fuß außen neben dein rechtes Knie auf. Zieh dich an deinem Knie aufrecht nach oben. Mit dem Einatmen heb deine Arme nach oben hin an. Zieh die Wirbelsäule schön in die Länge. Und mit dem Ausatmen dreh dich auf zur rechten Seite. Stell die rechte Hand unter deiner Schulter auf, die linke Hand greift dein linkes Knie. Du hast hier schön viel Platz für deinen Bauch. Mit dem Einatmen finde nochmal Länge in der Wirbelsäule. Stell dir vor, dich zieht eine Schnur am Kopf nach oben. Mit dem Ausatmen dreh dich nur mit dem oberen Rücken hier weiter auf. Wenn dein Nacken okay ist, blick über die rechte Schulter nach hinten. Und dann bleibe ich hier für 3 Atemzüge. Lass die rechten Zehen aktiv, zieh sie weiter zu dir heran. Atme tief ein, wieder ganz bewusst in deinen Bauch und genauso lang wieder aus. Wenn du magst, schließ gern die Augen, um ganz ins Spüren zu kommen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Und dann löse langsam auf, leg dein linkes Bein ab, schüttle es gerne ein bisschen aus und dann wechseln wir die Seite. Lass jetzt dein linkes Bein lang am Boden ausgestreckt, zieh die linken Zehen zu dir heran. Beug dein rechtes Knie und stell deinen rechten Fuß außen neben dein linkes Knie auf. Zieh dich an deinem Knie wieder schön gerade, heb mit dem Einatmen die Arme an. Und mit dem Ausatmen dreh dich auf jetzt zur linken Seite. Rechte Hand greift dein rechtes Knie, linke Hand ist unter deiner Schulter aufgestellt. Mit dem Einatmen wachse wieder erstmal in die Länge. Und mit dem Ausatmen dreh dich vor allem im oberen Rücken mehr auf. Wenn dein Nacken okay ist, blick über die linke Schulter zurück. Bleibe auch hier für 3 Atemzüge. Wenn du magst, schließ wieder deine Augen, um ganz ins Spüren zu kommen. Atme tief ein und aus. Ein letzter Atemzug, tief ein und wieder aus. Und dann löse langsam wieder auf, dreh dich wieder zurück zur Mitte. Dann alles einmal ausschütteln. Und dann kommt von hier aus in den Vierfüßlerstand. Spreiz die Finger weit auf, die Hände sind direkt unter deinen Schultern, die Knie hüftbreit geöffnet und ebenfalls direkt unter deiner Hüfte. Wir üben jetzt Katze-Kuh, das heißt, wir kommen abwechselnd ins Hohlkreuz und in den Katzenbuckel. Wenn dein Babybauch jetzt schon schwer nach unten zieht oder du allgemein in der Schwangerschaft zu mehr Hohlkreuz neigst, dann überspringe das Hohlkreuz einfach. Und komm stattdessen nur in den neutralen Stand, so wie jetzt. Wir machen 5 Runden. Komm mit dem Einatmen ins Hohlkreuz, heb den Blick, zieh die Schultern weg von den Ohren. Und mit dem Ausatmen mach einen Katzenbuckel, werde ganz rund, lass den Kopf hängen. Einatmen, wieder ins Hohlkreuz, heb den Blick. Ausatmen, Katzenbuckel, presst den Boden richtig von dir weg. Einatmen, wieder ins Hohlkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel machen, schön rund werden. Einatmen, Hohlkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel. Noch eine Runde. Einatmen. Heb den Blick, komm ins Hohlkreuz.
Und ausatmen. Ein letztes Mal Katzenbuckel machen. Richtig schön rund werden. Nächste Einatmung. Neutraler Vierfüßlerstand. Für die diagonale Katze hebe jetzt dein linkes Bein nach hinten hin an. Ziehe aber die Zehen zu dir ran und hebe diagonal den rechten Arm dazu. Wenn du jetzt Schwierigkeiten mit der Balance hast, dann setz deine Hand einfach wieder ab und lass nur dein Bein gehoben. Entscheide für dich, welche Variante du brauchst. Und dann zieh dich hier jetzt auseinander von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen. Mach den Bauch aber trotzdem fest. Versuch, ein Hohlkreuz möglichst zu vermeiden. Wir stärken hier die diagonalen Rückenmuskeln und bringen mehr Länge in die Wirbelsäule. Atme weiterhin tief ein und aus. Bleib stark. Bleib noch einen Atemzug hier. Und dann löse langsam wieder auf, stell Hand und Knie ab, setz dich einmal auf deine Fersen und schüttel deine Handgelenke aus. Dehn sie vielleicht auch kurz, was auch immer deine Handgelenke jetzt brauchen. Und wenn du soweit bist, dann komm wieder in den Vierfüßlerstand. Diesmal streck dein rechtes Bein nach hinten aus, zieh die rechten Zehen zu dir ran und den diagonalen linken Arm dazu. Entscheide wieder, ob du den Arm mit anhebst oder lieber am Boden lässt. Und dann zieh dich auch hier wieder auseinander von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen. Mach den Bauch trotzdem fest. Wir üben hier dein Gleichgewicht. Wir bleiben hier noch für 3 Atemzüge. Bleib ganz stark, ganz stabil. Zieh einmal deine Mundwinkel nach oben. Schenk dir ein Lächeln, auch wenn es hier ein bisschen herausfordernd für dich gerade ist. Atme noch einmal ein und dann mit dem Ausatmen langsam auflösen, alles ablegen, auf die Fersen kommen und die Handgelenke wieder ausschütteln. Dann komm jetzt von hier aus wieder in den Sitz, leg die Beine nach vorne hin aus, stell die Füße auf und roll dich jetzt Wirbel für Wirbel nach unten in Rückenlage. Leg dich ab und bring die Füße so nah an dein Gesäß heran, dass du sie fast mit den Fingerspitzen berühren könntest. Die Knie sind ungefähr hüftbreit auseinander. Lass die Handflächen am Boden liegen und mit dem nächsten Einatmen komme dein Gesäß nach oben, Wirbel für Wirbel vom unteren Rücken ausgeführt nach oben. Und mit dem Ausatmen leg langsam wieder ab, Wirbel für Wirbel, diesmal vom oberen Rücken ausgeführt. Wenn du am Schluss wieder am Boden liegst, dann kipp dein Becken einmal, sodass du auch dein Steißbein am Boden ablegst. Nächste Einatmung, heb dein Becken wieder Wirbel für Wirbel an, bis dein Brustbein Richtung Kinn nach oben kommt. Und ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel wieder ab. Am Schluss dein Becken wieder kippen, um auch dein Steißbein abzulegen. Wir machen noch 3 Runden. Einatmen, langsam anheben. Ausatmen, wieder ablegen. Einatmen, anheben, Wirbel für Wirbel nach oben. Brustbein geht Richtung Kinn. Ausatmen, Wirbel für Wirbel, wieder ablegen. Ein letztes Mal einatmen, einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, wieder ablegen. Sehr gut. Dann zieh einmal die Knie zu dir heran. Und roll hier gern so ein bisschen über deinen unteren Rücken, um dir selbst eine kleine Massage zu geben. Roll entweder von links nach rechts oder mach kleine Kreise. Und dann kreise auch noch in die andere Richtung. Sehr gut. Und dann komm jetzt über eine Seite ins Sitzen nach oben. Und für unsere Schlussentspannung, die wir in der Haltung des Kindes einnehmen, schnapp dir Kissen, Decke, Block, was auch immer du brauchst, um es dir jetzt gemütlich zu machen.
Setz dich auf deine Fersen. Die Knie sind Hüft- bis Mattenbreit, gerne auch weiter geöffnet, sodass du viel Platz für deinen Bauch hast. Die Großzehen berühren sich. Wir legen dann nach und nach den Kopf und die Unterarme ab. Wenn du jetzt merkst, dass es sich für deinen Bauch nicht gut anfühlt, dann kannst du dich hier gerne auf ein Kissen legen, zwei Kissen aufeinander stapeln oder dir auch deinen Yoga-Klotz schnappen und deine Stirn darauf ablegen. Dann bist du ein bisschen weiter vom Boden weg und dein Bauch hat viel Platz. Du kannst dir natürlich auch ein Kissen unter deinen Bauch legen, damit er nicht so durchhängt. Wenn du merkst, dass deine Fersen, dass dein Gesäß sich von den Fersen abhebt, wenn du nach vorne gehst, dann leg dir einfach das Kissen zwischen Ferse und Gesäß, sodass du hier höher bist. Also egal, welche Variante du einnimmst, mach es dir hier so gemütlich wie möglich, da wir 10 Atemzüge in der Haltung des Kindes bleiben. Richte dich ein. Und dann nimm nochmal einen letzten, besonders tiefen Atemzug. Schließ dann gerne deine Augen. Und genieße jetzt die Ruhe und die Entspannung. Lass den Atem ganz natürlich fließen. Genieße es, dass du jetzt nichts weiter tun musst, außer hier zu liegen, zu atmen und zu sein. Dann verlängere deinen Atem jetzt wieder. Atme tief in den Bauch ein und richte dich dann langsam auf. Komm allmählich wieder nach oben. Bring die Knie einmal zusammen. Hebe mit dem Einatmen die Arme über die Seite an. Ausatmen, Hände vors Herz. Und dann zieh deine Mundwinkel nach oben. Und sei stolz auf dich, dass du dich so gut um dich und um dein Baby kümmerst. Danke, dass du mit dabei warst.